So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Death Pro Part. Danke für euer Feedback im ersten Part. War schon ganz okay und ja, man kann nicht erwarten, dass das jetzt von 0 auf 100 irgendwie alles explodieren wird. Wird auf jeden Fall Spaß machen und ich freue mich auf Duelle hier. Wir spielen wieder Normal Knights, weil das sind die einzigen, die ich jetzt... was? Oh Gott, das ist dieser scheiß Death Pro Bug, ey. Dass man einfach... einer der beiden kriegt einen Loose reingehauen ohne Grund. Ey, so ein Scheißdreck. Mann. Ja, ich könnte das jetzt cutten, aber dann hättet ihr jetzt nicht meine Reaktion gesehen. Also ich will auf jetzt zwischen den Duellen cutten, damit das Schöne vor euch anzusehen ist. Ist auf jeden Fall eine gute Option. So, The Light, der hat eine höhere E als ich, also er spielt dann manchmal Ranked. Ich spiele noch überhaupt nicht Ranked, weil, warum auch, ne? Ich habe da noch nichts zu suchen. So, machen wir mal Blatt, weil wir es können. Und ja, wir spielen auf jeden Fall wieder Noble Knights, weil das die sind, die ich kann. Aber keine Sorge, ab der nächsten Folge wird es ungefähr ein neues Deck geben. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist so am Visuellen arbeiten, weil ich so, wie soll ich sagen... Ich möchte andere Thumbnails und das hier gefällt mir eigentlich alles ganz, vielleicht einen Rahmen noch, ich weiß es nicht, irgendwas wird mir da schon noch einfallen und ja, Alter, kannst du dich mal beeilen, ey, Gott. Na, endlich, wow, die Musik ist so, als hätte ich schon das Duell gewonnen, so, die Hand ist, okay. Machen wir erstmal einen Upstart. Oh, das ist gute Ressourcen, wir kriegen auf jeden Fall jetzt, oh, okay, wir kriegen auf jeden Fall was ordentlich aufs Feld. So, zeige ich euch mal die Hauptkombo. Habe ich die euch schon gezeigt? Ich glaube schon im letzten Part. Jedenfalls ballern wir hier Metrau. Der hat jetzt wohl... Oh gut, das war jetzt ein bisschen voreilig. Wir müssen ja erstmal Boards holen. Hallo Boards, zum Glück habe ich ihn nicht auf der Hand. Das geht weg. Und kommt wieder. Wie schon gesagt, das einzige Blöde an dem Deck ist, es ist halt unkonstant. Wenn du nicht dem plus eine Waffe hast, hast du ja... Ja, ein ziemliches Scheißblatt. Und ja, so, dann machen wir das mal. Die Gwennifer und... Excalibur ist natürlich gut. Ich denke, ich werde aber ein zweites... Hä? Wo ist Schicksal das zweite? Ah, da am Anfang. Ja, man kann auch zweimal die gleiche wählen. Mache ich in letzter Zeit öfters, habe ich früher nicht gemacht. Ist aber eigentlich ganz praktisch. Warum? Na, weil es praktisch ist. Also, du kriegst ja eine von denen sicher. Klar, da hast du eine weniger, aber wir haben Excalibur noch auf der Hand. Und... Das ist gut. Naja, jedenfalls, ich hoffe jetzt nicht, dass ich Gwynnefer auf die Hand kriege. Das wäre natürlich ein bisschen suboptimal, weil ich sie mir danach nicht mehr holen könnte. Und der Gegner braucht ein bisschen zu lange. Aber naja... Ja, jedenfalls, während den Duellen werde ich jetzt cutten wahrscheinlich, weil ich werde sie eigentlich immer live aufnehmen, solange auf DeathPro diese Bugs sind, dass es Replays nicht anzeigt und Schicksal kriegen auf die Hand. Das ist natürlich ideal. Und ja, das ist eigentlich ganz gut, dass wir Schicksal auf die Hand kriegen. Und ja, solange die Replays nicht gehen, ist es natürlich blöd, so Schicksal kommt sowieso wieder und durch den Effekt darf ich mir die anderen suchen. So, zack, ballern wir drauf. Ja, gut, ich kann mir, wobei ich habe jetzt eh zweimal, ja gut, das, ich kann eh nur zwei Schicksal kontrollieren, okay. Aber ich habe nochmal einmal Schicksal mir ins Grave gelegt. Ich hätte auch Caliburn reinlegen können, das wäre vielleicht im Nachhinein schlauer gewesen, aber im Endeffekt werde ich mir jetzt eh mein Feld so zuballern, dass ich eh später noch ein bisschen Platz haben will. So, jetzt habe ich 3-5, kann einmal nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden, einmal kann ich sie statt Karteneffekte zerstören. Er kriegt 1000 ATK, verliert jedes Standby-Fest 200 und ich kann nicht angewählt werden bzw. getargetet werden. Ist eine super Ausgangslage. Das Blöde ist halt einfach, er zerstört Excalibur und gibt mir Castell. Dann habe ich verkackt. Und das ist das Problem von dem Deck. Ich spiele trotzdem gerne, weil es halt das Deck ist, was ich habe. Jetzt haben wir meine 9000 Lebenspunkte und bin ich zufrieden damit. Ich denke, mit Last Chapter und seinen Effekt haben wir auf jeden Fall noch eine gute Ausgangslage. Er legt der Backrow hin, kann mich nicht targeten, nicht mit Mirror Force zerstören, also Spiegelkraft. Habe ich eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Und naja. Also er kann mich schon zerstören, aber ich werde dann stattdessen ihren Effekt triggern. Und ja. Er legt auf jeden Fall viel Backrow hin. Ja, gut. Und ein Monster, okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Deck so viel auf Backrow spielt. Oh. Der hätte irgendwas machen können. Da liegt auf jeden Fall ein MST, bin ich mir sicher. Machen wir erstmal hier Detachen eine und dürfen eine Monsterkarte auf dem Feld zerstören. Kann das verhindern? Bin mir sicher, dass er jetzt ein MST liegen hat. Was ist das denn? Oh, what the fuck? Okay. Ich weiß gar nicht, was die kann. Kann sie seinen Effekt annullieren oder? Können nicht durch Kampf zerstört werden. Und? Wie kam der jetzt ins Grave? Achso, der lag da. Oh, das ist natürlich blöd. Er muss aber 1000 Lebenspunkte zahlen. Das ist schon mal nicht cool. Ja, also schon cool. Und er muss noch irgendwas machen. Ich kenne die Karten gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass man die spielt. Aber er hat... Also er spielt auf jeden Fall Light Sworn mit diesem Performer-Pell oder auch nicht. Was ist das denn? Oh, da habe ich die lange nicht gesehen. Da gibt es doch diese ganzen Magierin, ne? Du kannst diese Karte, indem du die offene und eine offene... Falls diese Karte durch den Effekt der Spezialbeschwörung wird... Okay.
Brothers bringt mir nichts. Könnte ich hier schon recyceln? Tatsächlich könnte ich noch nicht recyceln. Brothers will ich mir später als Option aufbewahren. Ich könnte ihn zwar jetzt holen. Ich kann aber nicht eh nicht angreifen, nur wenn ich genau drei Illyritter-Monster kontrolliere. Und ja, einen zweiten Galatin kann ich eh nicht ausrüsten, also bringt's mir nicht. Seinen Effekt habe ich schon aktiviert. Ja, ich denke, wir werden jetzt einfach angreifen. Ja, greifen wir einfach mal an. So. Also zum 100. Mal fange ich es an, also. Okay, was hast du da? Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Ist das Lyra die Lichtverpflichtete? Nee, die heißt doch Eria, ihre mit ihren Vertrauten. Ach, die kann nicht durch Kampf. Hält das nur wegen der Schadensberechnung? Ah, durch Kampf oder ein Karteneffekt, du kannst. Aha. Ich weiß. Okay, lustige Combo. Auf jeden Fall, die muss ich irgendwie wegkriegen. Vielleicht kriege ich in der nächsten Runde irgendwie Merlin oder irgendwas. Auf jeden Fall, Kampfschaden wird berechnet und die kriegt jetzt, glaube ich, der kriegt jetzt irgendwie ein Monster, ne? Du kannst. Ah, du kannst. Okay, keine Ahnung. Vielleicht macht das nicht. Ich kenne mich mit dem Deck echt nicht aus. Ich habe die noch nie gesehen. Ich kenne zwar Lightsworn mit diesen scheiß Künstlerzaubern, Viecher. Künstlerzauber tatsächlich heißen die so. Die sind aber in so vielen Decks drin. Die sind einfach so eine krasse Engine, um Exceed zu beschwören. Aber naja. So, ich finde auf jeden Fall die Deckidee cool. Und wir werden bestimmt auch in Unranked einige Decks sehen, weil im Ranked spielen die da wahrscheinlich das ganze Meta-Zeug. Was weiß ich? PP. Punkt. BA. Cosmo. Sowas. Wovon ich persönlich noch nicht so viel Ahnung habe. Cosmo kann ich einigermaßen kenne ich, wie es funktioniert. Kann es aber nicht spielen, bin ich ehrlich, weil ich kenne nur die alte Variante, aber jetzt kommen die ja so Tin Can und so, also Support für die raus. Und PP kann ich ungefähr spielen. Ich mache zwar viele Misplays. PP ist halt ein Deck, das so viele Optionen bietet, dass du einfach erstmal die richtigen finden musst, weil einfach alle Optionen so krass sind. Und ja. So, jetzt liegt das. Ah, ich weiß, er kann eine Detached und ein Reptil auf seiner Hand hinzufügen. Genau, so war das. So war das. Dann mach das mal. Weißt du nicht, welches Reptil? Wahrscheinlich diesen X-Säbel. Da spielt man doch diesen komischen X-Säbel oder diesen Gigabyte. Ja, genau, Gigabyte, zeig doch. Und der kommt zurück, frisst der Damage. Es soll mir recht sein. Ich habe Ressourcen, ich habe Last Chapter. Ich sollte eigentlich. Naja, solange die Background mich jetzt nicht krass fickt. Ich hoffe einfach, dass ich Excalibur behalte. Vielleicht als Sicherheit, wenn ich jetzt noch irgendwie eine kriege, werde ich sie nochmal ausrüsten. Weil jetzt kann er mir schon beispielsweise Castell geben, kann mir zwar eine Excalibur ins Deck zurückmischen, aber das ist nicht schlecht. Oh naja. Aber wir haben eigentlich genug Ressourcen, die Hand war nicht schlecht. So, jetzt habe ich wieder, jetzt spielt der Gegner, jetzt erzählen wir was. Also, ich habe es jetzt schon tausendmal angefangen, jetzt hätte ich es auch zu Ende sehen. Also, ich will am Grafischen noch was machen, vor allem die Thumbnails, Rahmen vielleicht hier noch drum. Falcon wird erstmal wegbleiben, dann würde ich mich natürlich selber weiterentwickeln in Form vom Skill und so. Und ansonsten, ne? Ja. Gibt's eigentlich nichts mehr groß. Dann irgendwann fange ich natürlich gegen euch die Duelle, weil ich möchte erstmal gegen Random spielen. Das ist für mich so ein Gefühl, so Gegner, die mich nicht kennen. Oh, ich weiß nicht, ist für mich irgendwie cooler. Ich weiß es nicht. Erstmal gegen Leute zu spielen, die mich nicht kennen. Und ich weiß nicht, vielleicht nehmen dann die anderen Troll-Decks mit oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, so ein. Ich will mich auch nicht so krass blamieren, so vor meinen eigenen Zuschauern, sowas in die Richtung. Ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall. Okay, jetzt banisht der mir irgendwas im Grave oder was? Okay, warum? Du kannst, musst du das? Du kannst deine Exil verdienen und dann eine Karte in deinen Friedhof. Okay, schön für dich. Metraut? Ja, das ist natürlich. Oh, das ist jetzt blöd. Falls er mich jetzt zerstört, dann kommen die nicht wieder. Das ist gemein. Okay, erst 3-5. Wie schon gesagt, ich kann nicht durch Kampf oder Karteneffekte. So, das ist gut. Okay, das Blöde ist, er hat mir meine Last Chapter Hoffnung genommen. Und seinen Effekt, wenn er jetzt zerstört wird, dann kommt er nicht wieder. Aber ich krieg Metraut. Topdecke ich Metraut. Sehr gut. So, was kann der jetzt nochmal? Du kannst ein offenes Exit-Material. Exit-Monster, wo ist das gewesen? Du kriegst 1200. Aha, sehr gut. Ja, dann aktiviere ich erstmal meinen Effekt. Detach die und schieß den weg. Kannst du das irgendwie verhindern? Der ist ja ganz normales Reptil und hat nichts mit dieser Karte zu tun. Ich weiß nicht, ob es sich hätte hier in der Safe Zone liegen oder irgendwie sowas, um das zu verhindern. Erstmal will ich halt einfach das Ding wegkriegen. Zum Glück kann er mich noch nicht targeten. Und dann sollte ich ihn eventuell down kriegen. Nee, habe ich nichts. Nee, Excalibur habe ich gar nicht im Grave. Egal, ich habe erstmal einen Bots wieder im Grave. Der Typ braucht mir ein bisschen zu lange. Okay, kann er irgendwas machen? Ja, genau, jetzt darf er was spezial beschwören, ne? Sowas in die Richtung. Soll er ruhig machen. Naja. So, da kommt die gute Frau wieder. Und TT. Okay.
Hat er dann eine Mirror of Force? Ja, gut, selbst wenn er Mirror Force gehabt hätte, ich könnte stattdessen sie einmal zerstören. Dann wäre sie zwar weg, aber sie statt zerstören. Und ja, wir haben das Duell gewonnen. Dementsprechend sehen wir uns nach einem kurzen Cut im nächsten Duell wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, das klappt mit den Cuts und der ganze Scheiß wird hier nicht asynchron. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich unser letztes Duell hier mit den Boys machen für eine längere Zeit, weil danach möchte ich halt die anderen Decks ausprobieren. Und ja, dann fangen wir mal gegen Sea Asia an. Komm, mach mal Blatt. Ist das auch schön? Komm, mach mal nochmal Blatt. Oh. Hört sich diese Musik an, als ob das irgendwie das Schlimmste wäre. Ich hoffe auch, die Musik passt, weil, wie schon gesagt, wenn die Musik asynchron ist, dann muss ich immer so eine schlechte Mutter. Und das ist eine gute Hand. Darf ich anfangen? Nein, ich darf nicht an. Oh, das ist blöd. Das hätte der Backrow. Monarch, cool. Froschmonarchen oder normales? Okay, er spielt also komplett Monarchen erstmal. Also die Karten, sie habe ich noch gar nicht gesehen. Also Sturmkraft der Monarchen habe ich auf jeden Fall gesehen. Die ist auch blöd und scheiße, weil sie nicht targetet. Okay. Will eine Karte. Ja, die hasse ich, die Karte. Die will ich eigentlich nicht geben. Du kannst kein Monster speziell von. Wenn diese Karte. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Und wisst ihr so, ich bin immer zu faul, das ganze Zeug durchzulesen. Ich erfahre es lieber am eigenen Leib. Verliere dann auch eher. Das macht mir dann eher Spaß, als mir tausendmal was durchzulesen. Und das unterhält ja euch auch nicht. Auf jeden Fall, der gönnt sich hier die Karten auf die Hand. Der hat ja so eine gute Hand auf jeden Fall. Rot halt daher. Okay. Also Verstärkung für die Armee ist eine Abkürzung, die heißt Reinforcement of the Armed, also R-O-T-A. Also wie schon gesagt, ich werde es jetzt so handhaben, ich werde eigentlich die englischen Begriffe ganz normal benutzen, aber sie danach, wenn ich es nicht vergesse, auch nochmal auf Deutsch erklären. Und what the fuck, so sollst du mir doch... Ah, da hat er mir das Viech jetzt schon vorgezeigt. Erebus, der Unterweltler-Monarch. Okay, das ist einer der Neuen und keine Ahnung, was der da macht und wie er da abgeht, soll er machen. Ist mir relativ vain. Wie Rooney. Und jetzt ballert er mich hier weg. Was, diese Karte kannst du zwei Monarchen, ne, in deinen Friedhof legen und mische da eine Karte deines Gegners auf seine Hand und Spielfeldseite. Lol, okay. Wieso macht er das alles in First Turn? Was, diese Karte in deinen Friedhof. Oh, er darf mir was auf die. Nein, ich ex. Du Bastard! Ich meine. Entschuldigen Sie mal, das ist meine Handkarte. Wie können Sie mir die klauen? Wenn vielleicht sein Spiel ist, falls ich diese Karte. Ach komm. Hoffentlich topdeck ich sie es oder zieh sie. Ich weiß nicht, wieso man überhaupt topdeck zu ziehen sagt, aber ich habe mir das jetzt so angewöhnt, weil das alle so sagen. Und wenn die das so sagen, dann. Ja, okay. So. Einen zweiten Merlin. Ja, komm, dann machen wir erstmal Upstart, weil ich möchte hier erstmal. Vielleicht kriege ich irgendwie MST oder so und kann so einen Nerv. Oh, kann Upstart verhindern. Oh, die Karte ist sehr, sehr geil jetzt. Problem ist, ich habe keine Ausrüstung. Was kann die nochmal in meiner Mainphase? Wie schon gesagt, ich muss mir ein paar Sachen durchlesen. Ich kann erstmal nicht so viele Karten kennen. So. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet. Du kannst einen Monarch, dann wieder ein Monster mit... Aha. Okay, sein Grave ist auf jeden Fall schon mal voll. Ich will Merlin noch nicht aufbrauchen. Ich hoffe, das geht jetzt so durch. Ich weiß halt, dass er BTH liegen könnte und wenn BTH da liegt. Oh, okay. Bitte verhindere es nicht irgendwie. Das würde mir jetzt echt stören. Jetzt, okay. Jetzt erstmal das hier aktivieren. Ja, verliert permanent 500 und schießt deine erste. Das, was ist das hier? Einmal schießt du, wenn der Mainphase kann. Du kannst einen Beschwörer, ein Monster als Tribut beschwören und dann schält er das hier an. Ja, mach mal. Dann weiß ich wenigstens, dass da kein Finish Chain oder Finish Chain, ich weiß nicht, wie man das sagt, teuflische Kette liegt. Das ist schon mal gut. Oh, danke. So, okay. Ja, dann werde ich wohl auf den Vierer gehen. Ich möchte dann dementsprechend eher auf den Vierer gehen. Den würde ich zwar gerne. Aha, jetzt zeige ich euch mal was. Jetzt gibt es eine schöne kleine Combo. Eine wunderschöne Combo. Ich hole mir nämlich jetzt nicht Boards oder so. Ich hole mir einfach Tristan. In Verteidigungsposition. Muss eine Karte ablegen. Durch ihren Effekt kommt sie aber wieder. Rüstet Tristan aus. Und wenn Tristan mit einer offenen Karte ausgewählt wird, dann kann er eine Karte auf dem Spielfeld zerstören und so. Ich weiß halt nicht, was das Schwierigste ist. Ich denke das hier, weil, wenn wir jetzt auf den Vierer gehen, zeige ich euch auch gleich. Kann ich mir eh hier. Ja, ich könnte mir auch Ark oder so holen. Ich spiele übrigens Ark zweimal. Ich liebe die Karte. Ich weiß nicht, ob ich sie zweimal spielen sollte. Eher nicht, aber ich finde die Karte cool. Holen wir uns den Vierer. So, durch seinen Effekt kommen wir jetzt nur an eine Ausrüstung. Es ist blöd, dass wir keine gezogen haben. So ein Schicksal oder so auf der Hand wäre natürlich richtig cool gewesen.
So, jetzt können wir erstmal sie ausrüsten. Hat er eine Wailer? Irgendwas auf seiner Hand? Was kann sie denn noch? Naja, gut. So, jetzt kann ich... Ne, warte mal. Du kannst eine andere... Ja, ist mir egal. Wie schon gesagt, ich lerne das so. Ist vielleicht blöd, wenn ich das mir jetzt nicht alles durchlese, aber ich möchte unterhalten und nicht irgendwie mit tausend Sachen hier durchlesen. So, dann sind die weg. Ja, das Blöde ist, wir können targeted werden. Was auch immer. Heißt, der nächste Zug ist der wahrscheinlich wieder weg, aber wir haben erstmal seine Backrow weg, die er sich vor uns rausgesucht hat. Vielleicht bringt es ja was. Jetzt kommt Tragödie, Gott. Na, die kommt irgendwas auf den... Jetzt kann die auch noch was im Grave. Heilige Mutter Maria. Okay. Lol. Das ist natürlich blöd, weil wir nur 2-3 haben. Ja, da fehlt uns jetzt einfach die Ausrüstung. Und jetzt wird er das wahrscheinlich tributen und dann mir einen Kaios oder was weiß ich hinlegen. Das ist natürlich blöd. Aber, ja, wir haben ja auf jeden Fall seine Backrow weggekriegt. Und ich lerne mehr, gegen dieses Deck zu spielen. Och nee, ich hasse... Ja, es tributet er mich einfach weg. Jetzt kann er mich wahrscheinlich schon richtig auseinandernehmen, Leute. Wenn wir keine Ausrüstung ziehen und ihn danach das Feld wegballern, wird es sehr, sehr schwer für uns hier noch durchzukommen. Aber seine Deckidee finde ich interessant. Also pure Monarchen finde ich auf jeden Fall cool. Und er wird uns jetzt einfach wegtributen und dann Kaios irgendwie drauflegen. Oder, na gut, Kaios ist ja blöd, weil er muss es entfernen. Und wenn ich schon weg bin, dann bin ich halt weg. Weiß nicht, was es noch so für Monarchen gibt, die interessant wären. Es gibt ja auch diese Mega-Monarchen. Wie schon gesagt, das habe ich alles nicht mitbekommen. Ich kenne nur die alten Kaios, Möbius, keine Ahnung, irgend so ein Lichtviech, Feuerviech. Und die kenne ich noch. Oh, 2 Tribute. Und Sturmkraft. Ja, die Karte ist echt krass. Die targetet auch nicht so, wie ich das mitbekommen habe. Kannst du ein Monster aus deinem Gegner kontrolliert? Ja. Ist schon krass. Ist schon geil. So, da genau, Kudatz. Kudatz heißt irgendwie auf Russisch oder so Penis. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein lustiger Funfact. Lol, what? Darf er nicht mal angreifen, wenn er das macht? Oder? Ah, die Karte kann nicht angreifen. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Ausrüstung. Problem ist, wir kriegen wieder nur einen 4er raus. Weil wir nur eine Ausrüstung haben. Und dazu haben wir dann auch nicht so viel Ausrüstung. Ja, gut. Gut, wir müssen es so machen. So, erstmal Merlin. Mhm. So. Oh, wir könnten uns eigentlich Ark holen. Weil die ist als... die wurde als Normalbeschwörung, die wurde als Tributbeschwörung geholt, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kann ich das hier im Duell-Log nachschauen? Hallo? So scrollen wir mal runter. Ja, ich denke, er wurde nicht als Spezialbeschwörung beschworen. Egal, dann machen wir das ohne Ark. Dann gehen wir einfach nochmal zurück. Und wir könnten die Brothers holen. Nee. Green, Bots. Nee, holen wir uns Metroid. Ja, Metroid. Hat er seine wunderschönen Effekte noch. Ich kann jetzt eh... Ah, stimmt, ich kann mir eh nur noch edle Ritter holen. War eh blöd, darüber nachzudenken. So, aktivieren wir die gute Frau hier. Und holen uns einen weiteren. Und zwar... Bots. Oder? Holen wir uns Bots? Ja, dann haben wir einen 4er. Der hat zwar nicht viel Angriff. Aber er kriegt... Er kriegt nur... wie machen wir das jetzt am besten? Weil wir kriegen nur einmal die Gwynnefer. Kann ich mir irgendwie... Ja, jetzt muss ich es machen. Moment mal. Die geht weg. So, wir könnten Merlin ihn sofort machen. Haben wir aber nur einen 4er. Das Problem ist, eine Gwynnefer rüstet sich gar nicht mehr aus. Das habe ich jetzt falsch kalkuliert. Eine Gwynnefer rüstet sich gar nicht mehr aus. Dementsprechend hat er dann doch nicht 2-6. Und ich komme nicht über den Bastard da drüber. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich könnte natürlich ihn ausrüsten nochmal. Dann wird er aber Stufe 5. Kriegt zwar was ins Grave, aber zerstört die Gwynnefer nicht. Ja, war ein Missplay. Ah, komm, hol mal ihn raus. Wenn schon, denn schon. Und ja, komm. Haben wir Excalibur? Nein, Excalibur haben wir auch nicht im Grave, also... Ja, ist einfach blöd gemacht von mir. Habe ich jetzt nicht nachgedacht. Wieso darf ich eine Gwynnefer mir nicht holen? Wahrscheinlich, weil ich sie nur einmal pro Spiel zu aktivieren habe. Egal, YOLO, dann haben wir ihn rausgekriegt. Wir werden das Duell wahrscheinlich eh verlieren, aber... ja. Wasabi. Wasabi. Ja, Wasabi. Vielleicht kriegt er mich aus irgendeinem... Ja doch, er killt mich jetzt einfach weg. Also so, das ist klar. Aber dann lerne ich besser sein Deck kennen. Und wir haben ja heute schon ein oder zwei Duelle gewonnen, also... Why not?
So, du kriegst die. Ich hasse Sturmkraft der Monarchen. Die wird ja auch oft... Ich glaube, die wird auch nicht nur im Monarchen-Decks gespielt. Oder kann man auch irgendwo anders spielen? Diesen rotäugigen Deck, oder wie ist das? Schauen wir mal. Ja. Irgendwo, wo du halt was tributen musst. Aber da sind dann Monarchen immer am besten dabei. Weil wenn die gespecialt werden, bringt das denen eh weniger. Naja. Jetzt liegen wir eh. Ich hoffe, dass er uns OTK hat. Dann ist das Duell nicht so langweilig. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, oh, jetzt kann er uns alles annullieren hier. Jetzt haben wir eh verkackt. Besonders ich habe verkackt, weil ich habe nicht nachgedacht. Aber egal, YOLO. Weil jetzt schaut euch das an. Und wenn ich jetzt einen Effekt aktiviere, annulliert er mich. Zack, er muss mich annullieren. 500. Karte ist auf jeden Fall krass und Endphase. Dadurch haben wir verloren. Hat aber Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, haben wir 2-0 oder einen gewonnen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Wie schon gesagt, ich arbeite im Visuellen. Ich arbeite an meinen Skills. Und da geht es schon weiter und wir lernen alle dazu. Und, oh, jetzt habe ich gar nicht GG geschrieben. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, egal. Jetzt könnte ich es auch noch schreiben, jetzt bin ich aber zu faul. Auf jeden Fall, danke für euer Zuschauen. Also ohne Scheiß, der ganze Scheiß ist hier echt verbuggt. Ich muss hier jedes Mal die Abmoderation und das Tschüss sagen, persönlich sagen. Also Leute, danke Camtasia. Ja, haut rein und irgendwann fixe ich das Ganze mit dem asynchronen Sound und haut rein, ne?